Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Deponia Doomsday. Ja, wir haben noch ein paar Sachen, die wir auschecken müssen, und zwar die Zeitmaschinen. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Und wir haben hier noch einen Weg, den wir noch nicht kennen. Gucken, wo wir jetzt hinkommen. Oh, hallo. Seid ihr die Portalbauten? Ja, moin, Architekt. Huhu, ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Er pupst. Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Oh ja. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeit. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Das ist wichtig. Ich muss nach Kuwak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Ab. Heute? War gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Na, kannst du diese Rede betätigen. Easy. Oh je. Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hans. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. So, ich hab ne Idee. Oh ja. Komisch. Ich sehe gar nichts. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Dann gehen wir schnell in die Tonnen. Vielleicht kommen wir da ran.
Aber er guckt jetzt gerade nicht hin. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich die Abwechslung... Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Alarm anstellen muss. Vielleicht muss ich dadurch schnell... Hey, Rocco! Weg mit dem Rufus! Und so. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timeport. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. What the fuck? Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch. Es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Tschüss. Alles gut bei dir? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage? Ich muss wirklich dringend zum Timeport. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein Familienerb und Familie geht... Okay. Oh nee, er ist schon wieder. So wird das nichts, Rufus. Yay! Mysteriöse Erinnerungs-Macronicle! Was? Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine! Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast... Immer wieder nett von ihm zu hören. Ja. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Ach Quatsch. Du kannst mir auch... Tut mir leid. Okay. Können wir damit das bearbeiten? Diese Skulptur zu zerstampfen, bräuchte ich schon ein Werkzeug mit deutlich mehr Power. Damit ist bereits alles in Butter. Das ist auch so schon eine verdammt haarige Angelegenheit. Haarige Angelegenheit. Haben wir hier nicht so einen haarigen Typen? Er hier? Können wir nicht da dich ein bisschen hübscher machen oder so? Rufus, bringen Sachen! Es tut mir leid, mein Herr, aber ich handle ausschließlich mit geologischen Truvalien und Intestinalpharmazeutika. Es ist zugegebenermaßen ein exotisches Geschäftsmodell, aber in Zeiten globaler Konzerne kann der mittelständische Einzelhandel eben nur noch in Nischen florieren. Kann ich mit dir jetzt eigentlich Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genaue... Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Okay, das ist schon mal gut. Dann gehen wir doch mal... Oh, guck mal hier. Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Und jetzt brauche ich die Rippe zurück. Hedahu! Ich sagte nicht ablenken! Ich habe einen Eid geleistet! Na und? Ich habe schon so viele Eide geleistet, dass das Gericht extra einen Begriff erfunden hat, um meinen Eid vom Eid anderer Leute zu unterscheiden.
Du meinst Bleineid? Nein, Meineid. Vielleicht bringt die Bürste ja was bei unserem Haarmodel hier oder so. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tand. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Da können die lange bohren. Das ist eine Maschine. Fummel damit nicht so rum. Wenn dieser Firlefanz in dem Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt. Verschwende nicht meine Zeit. Ich habe hier... Dafür brauche ich nur meine Füße und ein wenig Feingefühl. Gut, dann... Farm, McChronicle fragen. Vielleicht weiß der was. Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Denk nach. Womit könnte man deinen Opa noch ablenken? Socken vielleicht? Ach, herrje. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Skulptur, kann ich da drauflegen? Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist ja der Punkt. Unfertige Punkt. Das hier ist auch Kunst. Was nuschelst du denn da schon wieder? Rufoelo van Hoofbrand blieb zu Lebzeiten unverstanden. Das hier ist auch Kunst. Vielleicht kann ich Goldhaare kämmen damit. Hab denn Haare? Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa immer noch wütend? Nein. Keine Sorge, ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit mit mir selbst. Hast du etwa schon wieder meine Bürste geklaut? Es ist nicht, was du denkst. Dann wirst du sie also nicht dazu verwenden, jemandem einen unappetitlichen Streich zu spielen? Okay, vielleicht ist es doch, was du denkst. Okay, das ist ein kleiner Hinweis. Also dann müssen wir erst die Suppe haben und dafür müssen wir erst rüber. Und dafür... ist doof. Ah, okay, auch hier wieder zurück, ne? Da hinten ist Portal. Die Leute! Aber Dolly, Dolly! Ist ja schon gut. Wahrscheinlich kann ich den nur mit den Samen überzeugen. Und dafür... Oh. Na, ob die noch gut sind? Man hört ja die schaurigsten Geschichten über Tresenknabbereien, wo jeder seine dreckigen Griffe reingehängt hat. Ja, wahrscheinlich muss ich das wirklich in die Suppe machen, aber dafür muss ich erst das Zeug haben. Meine Zukunft. Aber dafür macht sie sich ganz schön breit in der Sitzecke. Noch habe ich mich ja auch nicht feuern lassen. Das ist alles so ungerecht. Ich sollte derjenige sein, der sich über Bedienungen beschwert und Leute feuern lässt. Aber wenn ich nicht schleunigst irgendwoher eine neue Filogrippe bekomme, werde ich niemals so reich werden wie ich. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zwestell was, mach mir einen Antrag oder... Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Ich glaube... Das höre ich. Ich sollte mich... Puh, du.
Frage ist, was bringt mir das? Vielleicht hau ich das einmal und dann gehe ich mal in das Ding zurück und gucke, ob da irgendwer... Was war hier rein? Das interessiert quasi keinen. Interessiert dich das? Hey, Rocco! Howdy, Rufus! Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja! Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich ein Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Nein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Yeah. Okay, jetzt brauche ich noch einen Ring. Bringt das was, wenn ich das kaputt, also dagegen haue und dann zum Farmer gehe? Dass der vielleicht irgendwie aufgeschrocken oder so ist und dann Angst hat oder weiß ich was? Ich sag, ich... Na los, zeigt euch! Es waren natürlich keine echten Pfannkuchen, wenn du verstehst. Nicht ganz. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Hörst du den Alarm? Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Ich brauche einen Ring. Erzählst du von... Ja, ich hatte... Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti. All das gibt es. Überforderung. Wir gehen in das Farmgebäude rein. Ich weiß nicht warum, ich würde einfach gerne rein. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Sachen anstellen muss. Oder soll. Bringt das, wenn ich denen die gebe? Ich verstehe nicht, wie mit... Das geht mir genau. Deswegen versuche ich... Aha. Was soll denn das sein? Ich habe Fuelog-Suppe bestellt. Verschwende nicht, bestell was. Wo krieg ich denn einen Ring her, ist halt die Frage. Ich dir geb... Ja, das... Ja. Forderung. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem... Ich habe hier... Verschwende... Ich habe... Fuchtel damit nicht mehr in diese... Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee. Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest hier mal Pause machen. Meine Mittagspause wäre schon überfällig. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja, dann
Deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was. Du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Erdnussbutter weiß ich halt anfangs, wie der kriegt. Aber... wirklich... Sandwich quasi her. Was sind das für Tod? Da verfahren und da die Viech passt schon immer doch mein Kuh. Hey, Vieh, du kontaminierst. Hey, du kontaminierst. Hier brauchst du das als Alarmsignal. Ich sagte nicht, ich habe einen Eid gelassen. Dafür brauche ich und einen unbeobachteten Moment. Ja, dafür ist das halt mit der Sirene am einfachsten, aber er kriegt das ja trotzdem mit, das ist das Problem. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Mag es ja nicht, oder möchtest du unbedingt von einem Viewlog-Rudel zer... Das kann ich ja auch nicht holen, weil das merkt er ja. Er hat sich die... Ich störe ihn. Er hat sich die Abwehr... Wahrscheinlich falscher Alarm. Mag es ja, oder möchtest du... Wie komme ich darüber? Das, ich denke mal, ich brauche das Saatgut vielleicht, um bei dem Typen hier das zu bringen, damit der cool ist mit mir. Oder ich zeig dir einfach irgendwelche Sachen hier. Vielleicht hilft das auch. Die Leute! Ist ja schon gut. Ich sagte, verzieh dich! Ist ja schon. Hau ab! Und ich meine ganz ab! Ist ja schon gut. Die Leute! Ist ja schon. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Und da. Aha. Ah. Okay, ich hätte vielleicht ausreden lassen sollen, aber egal. Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Hast du immer noch die... Vor allem... Glaubst du wirklich, du kannst es zu einem guten Ende bringen? Ich habe gesagt, ich bringe es zu Ende. Von gut war nie die Rede. Das hatten wir schon. Und jetzt, ich erfahre, es ist wahr, die dunkle, den Alt. Nee, warte, vielleicht mal so mit ihm reden. Ich glaube, ich weiß jetzt, womit ich deinen Opa beschäftigen kann. Ich verkupple ihn mit dieser Bedienung aus dem Diner. Was? Du kannst doch nicht einfach meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln. Doch, das kriege ich hin. Du kannst mir vertrauen. Sag das bitte nicht. Immer wenn du das sagst, passiert etwas Schlimmes. Nein, das hier geht nur Goal und mich etwas an. Ich muss sie nicht in alle Einzelheiten meines Plans einweihen. Ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Warum nicht? Kannst du das hier vielleicht reparieren? Nicht ohne Werkzeug. Und das habe ich im Timepod gelassen. Dann müssen wir einen Weg finden, an das Timepod zu gelangen. Das müssen wir doch sowieso. Ach ja. Nein, das hier geht nur... Vielleicht kann ich ihm ja sagen, hier, kannst du... Vielleicht kann er das ja reparieren. Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil! Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Zylinderkopf. Das hier ist auch Kunst. Damit kann man lediglich mehr nicht.
Was? Damit kann man lediglich Zeitmaschinen antreiben und Butter stampfen. Mehr nicht? Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Hast du jetzt schon noch was? Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist... Ich weiß, empfehle... Da wollte ich gar nicht hin. Zylinderkopf. Bring mir was? Oder anfangen? Ich muss sie nicht in alle Einzelheiten einzapfen. Erdnussbutter machen. So. Na, ob die noch gut sind? Man. Oh. Na, Schmeigis, ne? Verpiss dich! Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Aus Prinzip. Als Reiseproviant, aus der Liebe. Seit wann brauche ich einen Grund? Seit wann brauche ich einen Grund? Meistens ergibt sich das im Nachhinein von allein. Ist das zu fassen? Oh, seht mich an. Ich bin ein Zweifüßler. Ich brauche keinen Grund, um Erdnüsse zu essen. Wir wollen den Grund hören. Ist ja schon gut. Als Reiseproviant. Also da geht einem doch der Hut hoch. Erst Mikey und jetzt das. Du Gierschlund. Ich meinte ja auch... Aus Prinzip? Boah, aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich. Pfui. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Mein Traum war. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Habt ihr eine Idee, was ich hiermit anstellen könnte? Nee, kein Plan. Also ich schon mal gar nicht. Wir sind Erdnüsse, Alter. Das hier ist auch Kunst. Sie tragen alle Glatze. Ob sie zu einer Sekte gehören? Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch. Geht los, Alter. Yippie. Zylinderkopf mit Erdnüssen, kriegt das jetzt? Damit kann man lediglich Zeitmaschinen antreiben und Butter stampfen. Mehr nicht? Also. Und jetzt? Jetzt habe ich Zylinderkopf mit Erdnüssen. Da würde höchstens noch eine Brechstange weiterhelfen. Ich sehe nicht mal ein Schloss. Kannst du mir helfen, Rocco? Kannst du das hier reparieren? Ich denke, aber es ich war empfehlen. Willst du das haben? Ich sagte. Ist ja schon. Hier hast du dein Sandwich. Zwar ohne Brot und ohne Butter noch nicht fertig, aber hey. Muss es wirklich ein Erdnussbutter-Sandwich sein? Ja, muss es. Mein Ernährungsberater hat sich da sehr deutlich ausgedrückt. Vielleicht kann ich das ja auf diese Stadt, das ist da oben drauf schmeißen. Ich meine, Respekt? Da drauf. Das hier ist auch Kunst. Was nuschelst du denn? Nix. Rufuelo van Rufen. Kannst du mir das klein hacken? Hast
Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht... Vor allem... Hm. Ich muss dich nicht in alle Bahnen einhalten. Hast du Hunger? Nein, mein Magen ist noch immer etwas flau. Dir wird schlecht vom Zeitreisen? Das solltest du den Geschichtsschreibern aber lieber verschweigen. Ich glaube eh nicht, dass die noch mit uns sprechen. Immerhin haben wir sie arbeitslos gemacht. Kannst du mir das verarbeiten? Verschwenden, bestell. Wofür? Nein, danke, mein. Man wird in diesem Etablissement bestens versorgt. Willst du das? Nein, danke. Bevor ich etwas Neues anfange, sollte ich erst einmal das Alte loswerden. Meinst du nicht auch? Das sagt sich so einfach. Was soll denn das sein? Ich habe... Nein, danke. Mein alter Magen verträgt nur noch Pflaumen und Hülsenfrüchte. Davon aber umso mehr. Kannst du mir das klein hacken? Wenn du etwas reklamieren willst, wende dich bitte an Rita. Ich habe hier mehr als genug mit der Zubereitung der Fjulok-Suppe zu tun. Ich bin überfordert. Und, der Pfad ist schon mehr als rüber. Ich würde sagen, fertig hier wieder hin. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch der Pfad heute gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Und ich werde mir mal ein paar Gedanken machen, was ich machen kann. Und, also, was ich mit diesen Ressourcen, die ich habe, und so machen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Tom. Ciao, ciao und bye, bye.